Der Speilhof ist immer noch für die wenigen Häfen, was wir noch in der Form erhalten sind. Denken wir mal im Zajado und für die traditionellen Höfe, die was natürlich auch einen bestimmten Wert haben, weil sie noch vom 17. Jahrhundert sind und alles ist eigentlich so belassen, wie es allem schon gewesen ist. Der Speilhof ist nicht unbekannt, sondern er ist schon öfters benutzt geworden für Filmaufzeichnungen, Bergblut zum Beispiel auch, oder die Sternzeitung hat im Frühjahr da einen sechsseitigen Bericht gemacht. Das ist eine Sehenswürdigkeit, sondern dergleichen. Das große Problem ist, sobald es ungefähr ab 10 cm schneit, nachher ist da einfach das Problem der Steilhang, wo einfach der Schnee anfängt zu rutschen. Und wenn es durchaus noch kann schneien, die Woche mal oder zweimal, dann ist die Straße alle mal gesperrt. Also das kann man mit wenig Aufwand stoppen. Sie wollen keinen asphaltierten Weg, sie wollen kein was weiß ich was errichten, was halt ziemlich aufwendig ist, sondern einfach ein paar Schutznetze, damit die Leine, sage ich mal, aufgefangen wird und dass der Florian, wenn er auf Nacht ankommt, nicht muss Angst haben, jetzt kann wieder etwas kommen, sondern einfach ohne Angst kann in sein Hof herfahren. Die Gefahr geht eigentlich vom Grundstück aus, wo der Landbesitzer ist, also die Domäne. Es hat schon mehrere Gespräche gegeben zwischen der Landesregierung, also zwischen Herrn Landesrat Schuler und meine Wenigkeit und auch mit die Besitzer vom Speilhof, und es ist versprochen geworden, einfach einen Lokalaugenschein zu machen und sich selber ein Bild machen, aber es ist nichts hingehalten geworden und ich kann das eigentlich nicht richtig nachvollziehen, weil wir haben alle selber einen Nutzen, wenn solche idyllische, sage ich mal, Berghöfe erhalten bleiben, weil die zukünftige Generation, das kann man noch nie am Rückgang machen, wenn jetzt da irgendwie vielleicht das verwahrlost wird. Und das war etwas, was man da einfach mehr verliert, als was man da investiert. Weil das ist eigentlich mir als Gegenlage eine Kleinigkeit im Verhältnis.